Hallo und herzlich willkommen bei DVS TV, Ihrem Branchensender für die Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Und hier sind die Themen in dieser Woche: Soja, Koordinatentisch, Pallas, Innenkonturbearbeitung ab 26 mm Durchmesser, LZH, Elektronikbauteile bleifrei verbinden, GSI, softwaregestützte Werkzeuge für die Schweißtechnik, IHM in München, Erneuerbare Energien, Anforderungen an die Fügetechnik, Tagung Schweißen im Schiffbau und Ingenieurbau. In kürzester Entwicklungszeit hat Soja-Bolzenschweißtechnik seinen Koordinatentisch überarbeitet und verbessert. Das Unternehmen unterstreicht damit erneut seine hohe Entwicklungskompetenz. Der Koordinatentisch erfüllt nun alle Forderungen der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42 EG, die seit dem 29. Dezember anzuwenden ist. Der Tisch ist durch die Vollverkleidung rundum gekapselt, wobei der Arbeitsbereich durch eine Scheibe einsehbar ist. Die neue Version des Koordinatentisches wird erstmalig zur Internationalen Handwerksmesse in München einem breiten Publikum präsentiert. Das Laser-Auftragsschweißen ist im Werkzeug- und Formenbau heute unverzichtbar. Dank hochpräzisem Materialauftrag, sicherer Reproduzierbarkeit und ebenso geringer thermischer wie mechanischer Belastung der Werkstücke. Der Laserstrahl schmilzt die vorhandene Bauteiloberfläche sowie per Düse aufgestrahltes Pulver an und verbindet diese metallurgisch zu einer dünnen Schicht mit geringer Aufmischung. Seine Grenzen fand das Verfahren bisher bei schwer zugänglichen Innenflächen und Sackbohrungen, die mit Standardoptiken nicht erreicht wurden. Eiklat von Pallas Oberflächentechnik ist eine Innenbearbeitungsoptik für Durchmesser ab 26 mm und 500 mm Tiefe für 2D- und auch 3D-Applikationen. Elektronische Bauteile für Fernseher, Handys oder Computer schnell, sicher und bleifrei auf Leiterplatten zu schweißen, das ist das Ziel eines neuen Forschungsprojektes am LZH Laserzentrum Hannover. Eingesetzt wird eine sogenannte Zwei-Laser-Lösung. Dabei kommt zusätzlich ein Laser mit Strahlung im grünen Bereich des Lichtspektrums zum Einsatz. Dieser sorgt mit geringer Leistung für optimale, wiederholbare Prozessbedingungen, bevor die Bauteile mit einem Infrarotlaser hoher Leistung verbunden werden. Wie in allen Lebensbereichen, so ist Software auch aus dem Bereich der Schweißtechnik nicht mehr wegzudenken. Insbesondere bei routinemäßigen Arbeiten, wie zum Beispiel bei der Kontrolle von Schweißerprüfungen und der Überprüfung von kontrollpflichtigen Maschinen und Anlagen, lassen sich so Kosten und Zeit sparen. Am 4. März findet an der SLV Halle das 9. Forum Softwaregestützte Werkzeuge für die Schweißtechnik statt. Neben Dokumentations- und Gütesicherungssystemen wird auch Software für die schweißtechnische Ausbildung vorgestellt. Vom 3. bis 9. März findet in der neuen Messe in München die IHM, Internationale Handwerksmesse, statt. Aussteller aus aller Welt präsentieren die Vielfalt des Handwerks. Ein immer aktuelles Thema für Haus- und Wohnungsbesitzer ist energieeffizientes Bauen und Wohnen. Neu in diesem Jahr die Sonderfläche Energiepunkt. Unter dem Motto Spardose Heizung finden hier interessante Produktpräsentationen, kompetente Beratungsgespräche und stündliche Vorträge zu diesem viel diskutierten Thema statt. Auch das Solardach der Messe München kann besichtigt werden. Apropos erneuerbare Energien. Wie gerade gesehen, finden diese immer stärkere Beachtung. Doch was bedeutet das für die Fügetechnik? Ich begrüße zu diesem Thema Herrn Professor Uwe Reisken, den Leiter des Instituts für Schweißtechnik und Fügetechnik an der RWTH Aachen University. Herr Professor Reisken, welche Anforderungen stellen die erneuerbaren Energien an die Fügetechnik? Die Anforderungen der erneuerbaren Energien an die Fügetechnik sind sehr vielfältig und auch sehr stark unterschiedlich, besonders abhängig von der jeweiligen Technologie. Zum Beispiel die Solarpaneltechnologie stellt Anforderungen in immer gleicher Art und Weise, weil die Größe der Module mehr oder weniger begrenzt ist. Diese aber durch den modularen Aufbau in vielfältiger Weise miteinander verknüpft werden können. Heißt, hier ist eher ein Bedarf für Automatisierungslösungen der Fügetechnik gegeben. Ganz anders ist das bei der Windenergie. Hier sind die Herausforderungen dadurch gegeben, dass die Anlagen immer größer werden, immer höher werden, natürlich auch immer mehr Leistung produzieren und
der Standort der Anlagen verändert sich. Der Trend geht dahin, das ist bekannt, Anlagen auf dem Meer, also offshore, zu bauen. Diese immer dickwandiger werdenden Türme für diese Windanlagen sind natürlich eine besondere Herausforderung für die Flügeltechnik, insbesondere diese sehr dickwandigen Rohre noch wirtschaftlich fügen zu können. Auch in diesem Bereich strebt die Technik getreu dem Motto höher, schneller, weiter stetig zu neuen Ufern. Stößt die Flügeltechnik hier an ihre Grenzen? Ehrlicherweise manchmal ja. Das stellt aber ja kein Problem dar, in dem Sinne, dass dadurch eine Technologie ausgebremst würde. Wir sehen vielmehr eine Chance darin, dass wir dadurch, dass die Grenzen der konventionellen Flügeltechnik erreicht werden, wir vielleicht neue Technologien, die manchmal auch noch nicht ganz ausgereift sind, zum Einsatz bringen können, um somit diese Grenzen zu überschreiten. Stichwort Energie- und Ressourceneffizienz. Was kommt hier auf die Flügeltechnik zu? Wird es in Zukunft vielleicht bestimmte Schweißverfahren nicht mehr geben? Die Flügeltechnik und insbesondere die Schweißtechnik ist natürlich ein Produktionsverfahren, das einen sehr hohen Energieeinsatz hat. Das liegt unter anderem daran, dass wir in der Regel Materialien in den schmelzflüssigen Zustand versetzen müssen, was natürlicherweise sehr viel Energie benötigt. Nun unterscheiden sich aber die Verfahren als solche von ihrem Wirkungsgrad her sehr stark. Einen idealen Wirkungsgrad hat beispielsweise die Kleptechnik mit quasi 100% oder auch der Elektronenstrahl hat einen sehr hohen Wirkungsgrad mit um die 80%. Auf der anderen Seite haben wir Verfahren, deren Wirkungsgrad nicht so gut ist, wie zum Beispiel die Lichtbogenschweißverfahren, wo der Wirkungsgrad um die 50% liegt, oder insbesondere die Lasertechnik, die wenig energieeffizient ist. Als schlechtestes Beispiel haben wir da die CO2-Laser, die nur einen Wirkungsgrad von 10-15% haben. Das muss man dann natürlich in Produktionsprozessen berücksichtigen, wo sehr viel gefügt wird oder auch wo dickwandige Bauteile gefügt werden. Da muss man dann immer schauen, macht es Sinn, hier ein hocheffizientes Verfahren, also effizient in Bezug auf die Schweißzeit oder auf die Schweißgeschwindigkeit betrachtet, einzusetzen. Da muss man dann eher schauen, lohnt es sich hier vielleicht ein weniger energieeinsetzendes Verfahren einzusetzen, um nicht so viel Abwärme zu erzeugen. Welchen Beitrag leistet die Forschung in diesem Bereich? Die Forschung arbeitet seit vielen Jahren daran, Schweißverfahren zu entwickeln oder auch Schweißprozesse zu entwickeln, die weniger Energie benötigen. Dies gelingt nur zum Teil, weil ein Minimum an Energiebeitrag brauchen wir. Wie ich eben schon sagte, wir müssen mindestens die schmelzflüssige Phase erreichen. Aber manchmal gelingt uns das auch als Abfallprodukt. Zum Beispiel die modernen Kurzlichtbogenschweißprozesse, die weniger Energie einsetzen, um Schweißverzug zu vermeiden, haben als quasi Abfallprodukt auch das Ergebnis, dass sie weniger Energie verbrauchen und somit energieeffizienter sind. Auf der Seite der Lasertechnik hat sich in den vergangenen Jahren eine Entwicklung gezeigt, dass neue Festkörperlaser schon wesentlich energieeffizienter sind, heißt also Wirkungsgrade von um die 30% haben, was aber dann immer noch im dickwandigen Bereich in meinen Augen wenig wirtschaftlich ist. Wir können also davon ausgehen, dass wir in Zukunft immer häufiger damit konfrontiert werden, dass Kunden und Anwender den Energieverbrauch von Schweißverfahren stärker in den Fokus nehmen, neben den bisher hauptsächlich betrachteten Größen wie zum Beispiel die Schweißgeschwindigkeit oder der Verzug. Herr Professor Reisken, ich danke Ihnen für dieses Interview und wünsche Ihnen für Ihre Forschungsaktivitäten weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Frau Rosen. Am 28. und 29. April findet in Hamburg die 11. Tagung Schweißen im Schiffbau und Ingenieurbau statt. Die maritime Technik und der Stahlbau stehen im Vordergrund. Dabei werden auch Schadensfälle und deren Reparatur vorgestellt. Im Rahmen der Tagung wird auch die U-Bahn-Baustelle mit der Tunnelbohrmaschine in der HafenCity besichtigt. So viel von uns für heute. Das waren Ihre DVS-TV-Nachrichten mit aktuellen Informationen aus der Branche. Wir freuen uns, Sie in Kürze zu unserer neuen Sendung hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, Ihr DVS-TV-Team.